Ja, also wir von der Aufstehen-Basisgruppe in Potsdam haben uns gedacht, wir wollen einzelne Interviews durchführen mit Aktivisten, die bei uns in der Gruppe tätig sind oder auch im Umfeld der Gruppe, weil wir finden, dass deren Leben ein besonderes Licht wirft auf unsere politische Landschaft, die wir heute hier haben. Ich muss dazu sagen, wir in Potsdam von Aufstehen legen besonderen Wert auf Basisdemokratie. Das heißt, jeder Einzelne ist aufgefordert, seine Meinung zu bilden, kritisch die politische Landschaft zu hinterfragen und sich immer wieder zu fragen, wo bin ich mit meinem Standpunkt und mit meinem Standort, wie verorte ich mich? Und Horst Jäkel will ich heute hier interviewen oder ihm die Gelegenheit geben zu sprechen. Er ist eines unserer aktivsten Mitglieder unserer Gruppe. Er ist ja außerdem tätig in der FRIKO und in der Gesellschaft zum Schutz der Bürgerrechte und Menschenrechte e.V. und gestaltet oder gibt mit heraus die Zeitungen gegen den Krieg. Und außerdem macht er noch die unabhängige Autorengemeinschaft oder arbeitet damit, die schon 13 Bücher herausgebracht hat. Da gibt es noch viel anderes zu erzählen, aber das macht Horst Jäkel vielleicht am besten selber. Lieber Horst, fang mal an. Ich bedanke mich erstmal bei euch, dass ihr mir die Gelegenheit gebt, über das Motiv für meine Mitarbeit zu sprechen. Seit etwa 20 Jahren gehöre ich zur Friedenskoordination Potsdam, die damals gegründet wurde, als die US-NATO völkerrechtswidrig den Vielvölkerstaat Jugoslawien bombardiert hat. Seitdem haben wir in Potsdam 18 Ostermärsche durchgeführt und für mich ist es selbstverständlich, dass ich aufmerksam achte auf die Menschen, die auch wie wir für Frieden und soziale Gerechtigkeit eintreten. Und als ich hörte, dass Aufstehen sich am 28. September in Potsdam in der Urania am Bassengplatz trifft, war ich natürlich sofort interessiert, bin dorthin gegangen und habe mich gefreut, dass 120 Menschen kamen. Und Harald Neuber hat das gut moderiert und alle aufgefordert, kurz zu sagen, weshalb sie Aufstehen unterstützen. Und das war für mich ein positives Erlebnis. Und seitdem habe ich mich bemüht, immer wenn Aufstehen sich in Potsdam trifft, dabei zu sein. Und soweit ich kann, möchte ich diese Freunde, die für Frieden und Gerechtigkeit eintreten, unterstützen. Ja, es gäbe noch etwas zu sagen. Du hast hier erwähnt, die Zeitung gegen den Krieg, die herausgegeben wird von einigen linken Bundestagsabgeordneten und dem Chefredakteur Winfried Wolf, der in Wilhelmshorst wohnt. Und ich begrüße es, dass in dieser Zeitschrift solche Friedensfreunde wie Eugen Drewermann zu Wort kommen, Sarah Wagenknecht, Daniela Dahn, Rainer Braun. Das sind für mich Personen, Persönlichkeiten, die solidarische Unterstützung verdienen. Ja, du hast noch einiges andere erwähnt. Mhm. Die Gesellschaft zum Schutz für Bürgerrechte und Menschen wurde vor über 25 Jahren in Berlin gegründet von Professor Dr. Wolfgang Richter, einem Philosophen von der Humboldt-Universität. Leider ist er inzwischen verstorben und schlimmerweise ist auch sein Nachfolger Karl-Heinz Wendt schon verstorben. Ein Mensch, der als Diplomat gearbeitet hat in Prag, in Kairo, in Brazzaville und in Moskau. Aber diese GBM existiert weiter. Natürlich sind wir in 25 Jahren nicht jünger, sondern älter geworden und einige Menschen sind auf diese Art und Weise bedauerlicherweise nun von uns gegangen, aber wir haben nicht vergessen, wie sie sich für Frieden und soziale Gerechtigkeit engagiert haben. Ja, noch ein Gedankensprung zu Potsdam. Gegenwärtig gibt es in Potsdam in Babelsberg am Horstweg einen Verein Angergrund. Das sind Kleingärtner, die seit Jahrzehnten dort in ihren Gärten gewirkt haben. Und da gibt es nun, ich sage immer den Begriff Geldsäcke, die versuchen, diesen Grund aufzukaufen und dann die Kleingärtner dort zu verdrängen. Das finde ich nicht in Ordnung. Das ist sozial ungerecht. Und am 1. Mai hatte ich
ein kleines Wunder erlebt. Ich mache Anführungsstriche. Zwei Journalisten von der Lokalzeitung MAZ haben mich 2 Stunden lang ausgefragt über diese Kleingärtnerei in Potsdam. Es gibt ja in Potsdam über 15.000 Kleingärtner. Und wenn ich die Familienmitglieder mitrechne, sind es noch mehr. Und über 50 Kleingartenvereine sind da. Diese soziale Komponente, die auch mit dem Umweltschutz verbunden ist, sollte man unbedingt im Auge behalten. Und der Journalist von der MAZ, Jens Steglich, hat dann tatsächlich in seinem Bericht am 2. Mai erwähnt, dass ich mal durch einen Menschen namens Marx zu einem Kleingarten gekommen bin in Potsdam. Aber der Marx war Rudolf Marx, nicht Karl. Aber es wurde mir gestattet zu sagen, dass mir der Philosoph Karl Marx natürlich sympathisch ist und ich großen Wert darauf lege, seine Gedanken ernst zu nehmen. Und ich freue mich über jeden Menschen, der das auch so sieht und unterstützt. Achso, du hast erwähnt, dass meine Frau und ich seit 2003 13 DDR-Zeitzeugenbücher herausgegeben haben. Ja. In diesen 13 Büchern kommen über 600 Menschen zu Wort. Fairerweise muss ich sagen, überwiegend Männer, aber doch etwa ein Drittel Frauen. Und wir haben auch Wert darauf gelegt, nicht nur ehemalige DDR-Bürger dort zu Wort kommen zu lassen, sondern wir haben auch versucht, internationalistisch zu denken. Also wir haben Japaner, Griechen, Franzosen, Russen, Holländer, eine Spanierin zu Wort kommen lassen. Und das ist uns wichtig, denn Marx und Engels haben wir mal im Manifest der Kommunistischen Partei geschrieben, sinngemäß: Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Diesen Gedanken finde ich nach wie vor aktuell und unbedingt unterstützenswert. Ja, Aufstehen hat am 17. November in Potsdam die erste Demonstration durchgeführt vom Brandenburger Tor zum Klinikum Ernst von Bergmann. Und diese 200 Menschen, die sich daran beteiligten, haben meiner Ansicht nach sehr vernünftig zum Ausdruck gebracht, die Solidarität mit den Beschäftigten im Klinikum. Wir unterstützen die Bemühungen dort um vernünftige Tarifverträge, um ordentliche Bezahlung der dort tätigen Menschen. Und so versuchen wir als Aufstehen, den Kontakt zur Basis, zu den Menschen realistisch zu halten. Und ich denke, das werden viele auch aufgreifen und verstehen. Und ich freue mich über jeden, der Aufstehen aktiv unterstützt. Natürlich, wenn ich höre, dass 170.000 Menschen über Internet sich dieser Bewegung erstmal positiv geöffnet haben, das ist das eine. Auf der anderen Seite ist es sicherlich dringend nötig, eine Struktur ins Leben zu rufen, die ein vernünftiges Verhältnis zwischen Basis und Spitze und umgekehrt eine solidarische, gegenseitige Unterstützung sichert. Das scheint mir wichtig zu sein. Und hier sitzen wir in der Waldstadt Potsdam im Bürgerzentrum. Die Freunde, die dieses Bürgerzentrum ehrenamtlich betreiben, haben uns die Möglichkeit gegeben, hier dieses Interview zu machen. Finde ich sehr positiv. Und das Vertrauensverhältnis zwischen diesen Menschen und der Aufstehenbewegung ist mir eine sehr wichtige Angelegenheit. Ja, die Basis. Eigentlich ist ja die Basis die eine Seite von der Demokratie. Was die da oben machen, das ist eigentlich der kleinere Teil, aber auch der Teil, der uns quasi bestimmt in unserem Leben. Aber unten, was passiert eigentlich unten? Eigentlich muss unten Kommunikation aufgebaut werden. Die Leute müssen untereinander kommunizieren können und sich eine Meinung herausbilden können. Erstmal sich selber, aber auch sich vernetzen und dann nach oben hin wirken. Und das ist ja eigentlich eine der Aufgaben, die wir uns bei Aufstehen gestellt haben. Arbeitet an der Basis Meinungsbildung und dann nach oben kommunizieren, was wollen wir denn eigentlich? Wir sind hier, die repräsentieren einen großen Teil von der Bevölkerung und sagen, was die Bevölkerung möchte. Und die Bevölkerung ist eingeladen, zu uns zu kommen und hier mitzuwirken. Hier gibt es eben solche interessanten Leute hier zu erleben, wie Horst Jekyll.
Und du hast ja auch schon mit Walter Ruge, mache ich mal einen kleinen Sprung, mit Walter Ruge und Dr. Kurt Gosweiler zusammengearbeitet und auch mit vielen anderen, also die du im Vorgespräch hier erwähnt hast, die mir aber jetzt nicht so gegenwärtig sind. Auf die beiden wollte ich mal zurückkommen. Wie war denn das? Das mache ich gerne. Ja. Walter Ruge wohnte hier am Karleberg und hat jahrelang in Potsdam gearbeitet. Er war, wenn man ihn fragte, welchen Beruf hast du, bereit darüber zu sprechen. Er sagte, ich habe 10 Berufe. Und wenn ich sie jetzt nicht alle aufzähle, dann bitte ich um Verständnis. Walter Ruge ist 1933 als 18-jähriger junger Mann mit seinem 2 Jahre jüngeren Bruder Wolfgang Ruge nach Moskau gegangen. Der Grund war ganz einfach, die deutschen Faschisten verfolgten Kommunisten und die Eltern von Walter und Wolfgang Ruge waren Kommunisten. Der Vater von Walter und Wolfgang war im Ersten Weltkrieg in Frankreich in Gefangenschaft geraten und hat dann eine Weile in Frankreich gelebt, hat aber vernünftige Beziehungen zu französischen Menschen hergestellt, sodass Walter und sein Bruder von einem französischen Freund eingeladen wurden. Die beiden Jungs haben in Frankreich längere Zeit oder zumindest einige Monate gelebt, dort die französische Sprache erlernt und umgekehrt haben die Eltern von Walter und Wolfgang einen französischen jungen Mann hierher geholt, der Deutsch lernte. Also Walter war sprachkundig und in der Sowjetunion war er 25 Jahre Bürger der Sowjetunion. Hat natürlich die Sprache dort perfekt gelernt und beherrscht. Und als der Zweite Weltkrieg bzw. der Überfall der deutschen Faschisten gegen die Sowjetunion vom Zaun gebrochen wurde, gab es ein tragisches Ereignis. Walter wurde denunziert als Staatsfeind, sein Bruder auch. Und beide jungen Männer wurden in Sibirien gewissermaßen in die Verbannung geschickt, haben dort mehr als 10 Jahre gelebt und die Entbehrungen, die das sowjetische Volk im Kriege erlitt, haben diese beiden jungen Männer dann in besonderem Maße ertragen müssen. Erst 1958 sind dann haben beide die Möglichkeit erhalten, die Sowjetunion zu verlassen und nach Deutschland zu gehen. Und sie standen vor der Frage, gehen wir nach Westdeutschland? Sie hätten ja sagen können, naja, wir haben ja Unrecht erlitten und dann gehen wir eben nach Westdeutschland. Dort wird ja gegen Russland und die Sowjetunion eine andere Haltung bezogen als in der DDR. Aber nein, beide gingen in die DDR und Walter hat hier bei der DEFA gearbeitet. Er hat hier mit seiner Familie gelebt. Und bis zu seinem Tode war Walter eine Persönlichkeit, die bei Linken besonders bekannt war. Er stand nach wie vor zu dem, was Marx und Engels und Lenin gedacht und gelebt haben. Und ich hatte das Glück, eines Tages, als mich westdeutsche Freunde aus Heidelberg und Mannheim einluden, mit Kurt Gosweiler dorthin zu kommen. Kurt Gosweiler stammte aus Stuttgart, aus Baden-Württemberg und die Freunde von der VVN in Mannheim wollten Kurt Gosweiler erleben. Aber Kurt wurde leider krank und was habe ich gemacht? Ich habe Walter Ruge angesprochen und er war sofort bereit. Wir sind dorthin gefahren und Walter hatte dort wirklich gute Zuhörer und sein Vortrag, sein Auftreten kam bestens an. Das war eine Begegnung. Nebenbei bemerkt, ich profitierte von Walter, von seiner unwahrscheinlichen Wissen, von seiner kulturellen Kenntnis. Und ich freue mich, ich sehe jetzt gerade, kommt Klaus Doberke. Klaus und die jungen Leute haben gemeinsam eine Reise mit Walter nach Sibirien gemacht und haben einen Dokumentarfilm produziert. Ich kann den nur empfehlen. Das nochmal ganz herzliches Dank an Klaus Doberke. Eine wunderbare Sache. In wenigen Tagen gibt es hier die Wahlen hier in Potsdam, Kommunalwahlen und Europawahlen. Und wir von der Basisgruppe Aufstehen haben uns da besondere Gedanken gemacht, haben Wahlprüfsteine erstellt. Die Parteien haben geantwortet und dabei ist uns aufgefallen,
die Garnisonkirche. Das heißt, eigentlich die Kopie der Garnisonkirche in Potsdam soll errichtet werden und die unterschiedlichen Haltungen der Parteien erschienen uns doch bemerkenswert. Wir wissen ja, in der Garnisonkirche erhielt Adolf Hitler von Hindenburg quasi per Handschlag so die Macht übergeben an das frisch gewählte Parlament. Das ist also ein Ort, der sehr im Zusammenhang steht mit der Machtübernahme der Faschisten im Deutschen Reich. Und nun soll diese Kirche wieder aufgebaut werden. Also, ich habe dazu eine klare Meinung. An dem Tag, als die Ruine, nicht die Kirche, sondern die Ruine gesprengt wurde, war ich mit meinem Fotoapparat da und habe einen Farbfilm verknipst und habe heute noch 36 Dias von der Sprengung der Garnisonkirche. Nebenbei bemerkt, habe ich einmal in der französisch reformierten Kirche in Potsdam, wir waren als Frico dort eingeladen von Frau Hildegard Rugenstein, zu einem Streitgespräch zwischen Befürwortern und Gegnern der Garnisonkirche. Da habe ich da das erwähnt, diesen Fakt, und praktisch angeboten, ja, ich kann Ihnen diese Dias mal zur Verfügung stellen. Aber bei dieser Gelegenheit gab es sehr, ich würde mal sagen, verfestigte Meinungen bei den Befürwortern, die es nicht ertragen können, dass bestimmte Menschen, auch Christen, gegen den Wiederaufbau dieser Kirche sind. Friedrich Schorleimer hat ja sinngemäß gesagt, diese Kirche ist so mit brauner Soße bedeckt, die man nicht mehr abwaschen kann. Und am letzten Freitag war auf dem Marktplatz in Potsdam, also am Landtag, eine interreligiöse Friedensveranstaltung und die Friko war auch eingeladen, durfte an einem Infostand teilnehmen. Und neben mir saßen Freunde, Christen, die Flyer verteilten und ein großes Transparent beschriftet hatten mit sinngemäß der Äußerung, wir möchten nicht diese Kirche wiederhaben, denn sie ist belastet durch preußischen Militarismus und Faschismus. Und wenn heute Leute das einfach wegstreichen, dann ist das nicht in Ordnung. Immerhin waren dort mehr als 200 Menschen auf dieser Veranstaltung und hatten die Möglichkeit, diese konkreten Fakten zur Kenntnis zu nehmen. Bedauerlicherweise haben die Medien meiner Ansicht nach in Potsdam etwas einseitig immer über dieses Thema berichtet. Es wäre besser, wenn öfter die Gegner des Wiederaufbaus der Kirche zu Wort kommen könnten. Es geht nicht nur um den Turm und um das Kirchengebäude, sondern diese Christenfreunde haben darauf aufmerksam gemacht, dass dort ein Altar existiert, der von den preußischen Militaristen bis nach Versailles geschleppt wurde, als der Kaiser in Versailles gekrönt wurde. Und es war nicht nur der 21. März 1933, an dem Hindenburg dem Hitler die Hand gereicht hat, sondern danach und davor haben Pfarrer dort Waffen gesegnet und praktisch Kriegspolitik unterstützt. Und diesen Fakt sollten die Bürger der Stadt Potsdam ernsthaft zur Kenntnis nehmen und mit dafür sorgen, dass nicht noch einmal dort ein Wallfahrtsort für Kriegspolitiker und gar noch für Faschisten entsteht. Bekannt ist ja, dass die Faschisten diese preußische Tradition in ihrem Sinne ausgeschlachtet und genutzt haben und damit sollte ein für alle Mal Schluss sein. Aber du hast angesprochen, dass die Parteien auf die Wahlprüfsteine der Aufstehenbewegung reagiert haben, sehr unterschiedlich. Die Grünen haben nur auf ihr Programm verwiesen, aber andere haben etwas konkreter geantwortet. Ich fand das sehr gut und es ist wirklich ehrenwert und anerkennenswert, dass Potsdamer Aufstehen diese Wahlprüfsteine klug formuliert hat. Und das zeigt, dass Aufstehen da ist und Aufstehen ist nicht gestorben oder hat sich nicht erledigt, sondern Aufstehen lebt und wird weiterleben mit unserer Unterstützung. Ja, so ist es, genau. Aufstehen lebt von der Basis aus. Und solange wir uns bewegen, existiert Aufstehen. Ganz einfach.
Ja, zur Garnisonkirche möchte ich nochmal die andere erwähnen. Die können ja auch gewählt werden, sind auch mit Kandidaten bei der Kommunalwahl vertreten. Und die andere stand eigentlich als einzige Gruppierung zu diesem Thema Garnisonkirche der CDU und der AfD gegenüber. Ja, die SPD und die Linke haben gemauert, muss man ganz ehrlich so sagen. Wir sind ja ehemalige DDR-Bürger. So, und unter vielen von uns ist immer noch die Frage, aktiv oder unbeantwortet, warum hat das nicht geklappt? Ja, da wurde ein antifaschistischer Staat aufgebaut und der sollte kommunistisch sein und wurde sozialistisch und das sind doch hehre Ziele. Aber es hat nicht geklappt. Warum hat es nicht geklappt? Was ist deine Meinung? Auch habe ich mir natürlich in den letzten 30 Jahren zigmal darüber Gedanken gemacht und bin zu folgendem Schluss gekommen. Das Progressive der DDR ist unbestritten und kann nicht weggewischt werden. Wir haben in unseren 13 Büchern versucht, einiges zu dokumentieren. Und dafür haben wir sehr viele kompetente Menschen aus Industrie, Landwirtschaft, Bildungswesen, Gesundheitswesen, aus dem kulturellen Bereich, Schriftsteller, Künstler, Maler, bis hin zu Pfarrern angesprochen. Und sie haben ehrlich und aufgeschlossen und meiner Ansicht nach objektiv dargelegt, was sie wirklich erlebt haben und selbst mitgestaltet haben. Die DDR war ein Kind der Sowjetunion. Die Bevölkerung in Ostdeutschland auf dem Gebiet der DDR hat sich nicht selbst befreit vom Faschismus, sondern sie wurde befreit durch die Sowjetarmee. Das hat natürlich eine Rolle gespielt. Und lange Zeit hat natürlich der Einfluss der Sowjetunion hier kräftige Spuren hinterlassen, positive, aber bedauerlicherweise auch Dinge, die wir aus heutiger Sicht nicht gut finden. Auf keinen Fall lasse ich daran zweifeln, dass das Volk der Russen und der mit den Russen verbündeten Völker unter großen Opfern den deutschen Faschismus bekämpft und besiegt hat. 27 Millionen Tote wurden gezählt auf der Seite der Sowjetunion. Das darf nicht vergessen werden. Und deshalb haben wir auch am 8. Mai 2019 am Bassengplatz wieder unterstrichen die Achtung und Ehrung der Sowjetsoldaten, die für unsere Befreiung gefallen sind. So, aber nochmal zu deiner Frage zurück. Der Einfluss aus der Sowjetunion war am Ende dieses Staates durch einen Herrn Jakowlew, Alexander Jakowlew, Michail Gorbatschow, Boris Jelzin, Eduard Shevardnadze und andere natürlich in äußerste Gefahr gebracht. Es gibt Menschen, die das ganz deutlich sagen. Jakowlew und Gorbatschow und Jelzin waren Totengräber der Sowjetunion. Und das war die Hauptursache für den Untergang der DDR. 1953 haben sowjetische Truppen den ersten kontrrevolutionären Versuch in der DDR niedergeschlagen. Mit ihrer Hilfe konnte sich die DDR weiterentwickeln und behaupten. 1989 wurden wir im Stich gelassen und die Preisgabe der Sowjetunion folgte dann. Also da ist etwas faul. Da wurde das, was Marx und Engels und Lenin prognostiziert und aufgebaut haben, fahrlässigerweise preisgegeben und zerstört. Aber die Erde dreht sich weiter. Und heute gibt es eine neue Macht im Osten, die schon die zweitstärkste Wirtschaftsmacht der Welt ist. Ich habe die Hoffnung, dass die Kommunisten in China sich nicht über den Tisch ziehen lassen, wie das die Kommunisten in der Sowjetunion haben machen lassen. Sie haben sich entmachten lassen und das war nicht gut. Die DDR, ich denke jetzt mal an Erich Honecker und andere Funktionäre. Erich Honecker wurde aus der chilenischen Botschaft in Moskau mit Gewalt herausgezerrt durch die Schergen von Jelzin, eine Riesenschweinerei. Und er wurde in den Knast gebracht, in den ihn schon die Nazis im Moabit gesteckt hatten. Das darf niemals vergessen werden. Ich will jetzt keinen Vortrag über Erich Honecker halten. Meiner Ansicht nach hat Erich Honecker, meiner Ansicht nach, ehrlich sich bemüht, das Beste für die DDR zu machen. Ich denke nur an das Wohnungsbauprogramm und an die sozialen Dinge der DDR, die es gegeben hat. Die DDR war ein Staat des Friedens, ein Sozialstaat, ein Solidaritätsstaat. Die Solidarität der DDR für Vietnam, Chile,
Nicaragua, Kuba dürfte niemals vergessen werden. Und die DDR war ja Solidaritätsstaat, Kulturstaat, Sozialstaat, Friedensstaat. Das, und das ist mein Motiv, weshalb ich hier an diesen DDR-Zeitzeugenbüchern gearbeitet habe. Und wenn alles gut geht, schaffen wir es noch bis 7. Oktober 2019, unseren 14. Band herauszugeben. In Arbeit ist er jedenfalls. Und gute Leute sind da drin verankert. Die haben uns schon Texte gegeben. Ja, meine Meinung, die DDR war ein Kind der Sowjetunion und ist mit der Sowjetunion untergegangen. Übrigens, interessant ist, dass Hans Budrow jetzt in Nord- und Südkorea war und in China. Und auch Egon Krenz waren dort. Und sie haben mit den Chinesen gesprochen. Und selbst die Koreaner im Süden sind daran interessiert zu erfahren, was habt ihr gemacht? Was müssen wir anders machen? Die Koreaner sind ja gegenwärtig dabei, auch die Einheit ihres Landes wiederherzustellen, sich frei zu machen von einer US-Besatzung. Und hier in Deutschland können wir es feststellen, die Russen, die bösen Russen, sind vor einem Vierteljahrhundert nach Hause gezogen mit ihren Atomraketen und allem anderen, was sie hatten. Und die US-Weltherrschaftspläne sind nach wie vor da und eine Besatzung indirekt ist hier da. Und US-Atombomben sind hier und da haben wir was dagegen, als Friedensbewegung ganz besonders. Ja, das sind so meine Gedanken. Gut. Trotz allem möchte ich da nochmal nachhaken. Was wir hier als DDR-Bürger erlebt haben, war ja, dass viele Leute nicht hinter diesem Land gestanden haben. Einige, oder sagen wir mal, viele haben dafür gestanden und viele auch wiederum nicht. Das hat sich dann ja gezeigt bei der Wende. Warum standen die nicht hinter diesem Staat und auch seiner Partei? Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn eine Partei behauptet, dass sie immer Recht hat, und ich sehe heute, was wir hier machen, ein Aufstehen, ja, wir bemühen uns darum, dass jeder Einzelne sich kritisch seine eigene Meinung bildet zu dem, was passiert. Meiner Meinung nach war da mit eine Ursache, woran die DDR gescheitert ist. Ich würde das als begünstigende Ursachen bezeichnen. Und unterscheiden zwischen Hauptursachen und begünstigenden Ursachen. Selbstverständlich ist mir auch bekannt, was es in der DDR alles nicht gab, dass die Meinungsfreiheit eingeschränkt war, dass die Sicherheitsproblematik überzogen war, dass natürlich nicht vergessen werden darf, wir hatten zwei Fernsehsender, die Westseite hat ein paar mehr und die tägliche Anwesenheit der westlichen Glitzerschaufenster hier im Fernsehen, in der DDR, in jeder Wohnstube, das war nicht zu übersehen. Selbstverständlich sind wir verpflichtet, selbstkritisch auch unsere eigenen Fehler zu notieren und zu sagen, das darf nicht nochmal passieren, das müssen wir besser machen. Aber wenn ich daran denke, dass die SED 2,3 Millionen Mitglieder und Kandidaten hatte und heute noch etwa 60.000 in der Partei Die Linke sind, da frage ich mich, wo sind die alle geblieben? Die sind doch nicht alle gestorben. Da haben sie manche verkrochen, da sind manche Wendehälse gewesen, da waren manche Karrieristen, haben Schaum geschlagen. Und solche Leute, ich könnte jetzt welche nennen, es würde mir nicht schwerfallen, die Schaden angerichtet haben. Jawohl, die nicht das gemacht haben, was im Parteiprogramm stand, sondern die haben ihre Karriere gesehen, haben dann auf anderen rumgetrampelt und naja, ideologischen, politischen, kulturellen Schaden angerichtet. Mhm. Selbstverständlich, das gab es, ja. Gut, also das Meinungsbild ist bei Aufstehen vielfältig, das kann ich versprechen. Also wer zu uns kommt, der wird erleben, dass sehr unterschiedliche Meinungen existieren. Und eben auch einige, die DDR aus dieser Perspektive, die Horst Jeckel eben gerade geschildert hat, erlebt haben und eben auch diese Meinungen vertreten. Aber auch da gibt es Unterschiede. Gut, dann plus ein Wort, es gab natürlich bei uns Kriminalität und sonst hat man nicht noch eine Kriminalpolizei, eine Polizei überhaupt, eine Zollverwaltung und noch was manches. Also selbstverständlich, da haben manche eine eigene Tasche gewirtschaftet oder haben andere betrogen oder haben sich mehr genommen, als ihnen zustand. Das Prinzip ja jeder nach seinen Leistungen, jedem oder, naja, nicht. Dieses Grundprinzip wurde von manchen verletzt und selbstverständlich, man hätte auch überlegen können, ob man
die Wohnungen wirklich so billig lässt, ja, ob man die Subventionen nicht mal da und dort ein bisschen steuert oder kürzt. Und dass da Brot verfüttert wurde an Vieh, das war eine Schweinerei, klar. Aber es gab ja das Prinzip, arbeite mit, plane mit, regiere mit. Und da haben manche zu wenig mitregiert. Ja, ja? Und so ist es heute auch wieder. Das Einbringen, Mitmachen. Das Einbringen, das Mitmachen. Schöne Reden halten können viele, aber die Taten entscheiden. So wie wir heute. Aber Reden ist auch eine Tat, zumindest eine der notwendigen. Und es müssen natürlich noch andere Sachen gemacht werden, ganz klar. Die Praxis umsetzen. In diesem Sinne möchte ich mich jetzt mal verabschieden. Oder möchtest du noch ein Thema ansprechen? Nein, ich bedanke mich bei euch und schätze sehr eure Arbeit. Und solange ich atme, werde ich euch unterstützen. Danke sehr.